Servus Leute und willkommen zu einem neuen Video. Der Anlass heute ist ein schöner. Ja, es geht um das 500 Abonnenten Special. Ist leider ein bisschen verzögert. Mittlerweile sind wahrscheinlich schon wieder einige dazugekommen. Ich komme gar nicht hinterher. Ich habe halt nebenbei noch Job und so. Und naja, ist gerade ein bisschen viel auf einmal. Aber ich wollte euch einfach erstmal sagen, Dankeschön, vielen, vielen Dank, dass ihr alle Bock auf meine Videos habt, dass ihr ständig mitfiebert, mir Nachrichten schreibt und alles, was eben noch so passiert. Also ich bin echt immer noch komplett platt. Es ist gerade mal 4 Wochen her, da habe ich das 100 Abonnenten Special gemacht und war schon total hin und weg und weiß auch jetzt gar nicht, was ich so wirklich dazu sagen soll. Also wie gesagt, absolutes Dankeschön. Ich finde es sehr cool, dass euch allen das so gut gefällt. Ich meine, mich schreiben so viele Leute an, wirklich, mir tut es fast schon leid, dass ich nicht allen gleich antworten kann oder halt dann nur eher ein bisschen, naja, nicht ganz so persönlich. Es ist nie böse gemeint, aber ich versuche immer jedem zu antworten und auf jeden einzugehen. Bloß wenn es so weitergeht, dann komme ich vielleicht bald einfach nicht mehr hinterher. Mir wird sogar teilweise angeboten, dass ich Leute irgendwo in Deutschland besuche und übernachte dort, eine Wanderung mache. So viele Menschen wollen mit mir zusammen was unternehmen, es ist wirklich abartig. Ich freue mich einfach nur extrem, dass das Ganze so gut ankommt und es ist so eine tolle Bestätigung für mich. Dadurch macht das Ganze erst richtig Spaß. Wenn ich mir vorstelle, dass jetzt nicht so viele Leute zugucken würden, dann wird es mir zwar immer noch Spaß machen, aber es wäre was ganz anderes. Also Leute, ihr motiviert mich unglaublich. Ich bin ein Freak, ich mache viele Sachen, die meisten vielleicht nicht machen würden, habt ihr in der letzten Zeit mitbekommen und ich muss sagen, ihr bestärkt mich da dran. Ihr wollt sehen, ich will es machen, einfach nur geil. Ups, wo ist er hin? Naja, jetzt gibt's erstmal Outtakes für euch. Oh, super. Ich sehe schon, du lernst schnell. Sackgasse. In solchen Schächten tummeln sich oft kleine Geparden, die sich paaren. Das ist gut, wenn man auf dem Weg auf dem Wassersuche ist. Denn sie führen kleine Nagetiere mit sich. Wenn ihr weiter dort reinguckt, ganz hinten könnt ihr es sehen. Das sind die kleinen Mistgelege. Und wir gehen weiter. Oh, Swimmingpool. Badeteil. Wow. Nee, nee. Ich kenne es aber nicht. Alter, mach weiter. Ja, das Stroh. Was? Geh mal her. Geh mal her. Boah, wie es abgeht. Wie ist das an? Lang draufbleiben. Lauter. Lauter. Komm runter. So, ich bin wieder draußen. Hat ganz schön gedauert, das ist eine Weite. Dann schmeiß mir jetzt erstmal das Handy rüber und dann kommst du rüber. Okay, ich habe wieder nicht aufgenommen. Hä? Kann man hier irgendwie drücken oder was? Alter. Okay. Jetzt kommt das Geile, dass ich hier so ein bisschen anfliege. Jetzt kannst du genau von hier Ego-Perspektive wieder filmen. Ja, dann denkst du sofort, du bist der Typ, der da runterkommt. So. Verstehe. Steven Spielberg. Anlassen, oder? Steven Spielberg. Steven Spielberg. Spielberg. Das ist echt chillig jetzt. Steven Spielberg. Wahrscheinlich auch von der Verwaltung oder irgendwelche Schon ganz spannend hier. Es wäre aber noch cooler, wenn man mehr über die Produktion irgendwie rausfinden würde. Also so richtig aufschlussreich ist das Ganze noch nicht. Man kann sich zwar was darunter vorstellen, aber es ist schon sehr viel weg, also verblieben. Hallo! Ist echt hier ganz... Ist echt hier schön. Wir sind jetzt gerade in der obersten...
ist echt hier schön. Schneide ich hier raus. Also doch Handschuhe. Hm? Handschuhe an. Siehst du sie jetzt an? Ja. Machen wir so. Gehen wir so hin und dann sagen wir, ihr seid so süß. Ja, fangen wir jetzt an, oder was? Ja, ich bin ready. Was muss ich denn gucken, wenn es losgeht? Ja, so. So. Schau einfach ganz normal. Ja, ich schau ganz normal. Also das Auge in das Sicht. Ja, wir dachten schon sowas, hier ist alles unterkellert. Möglicherweise können wir durch diese ganzen Gänge auf die anderen Lager. Auf die Gakia-Genia-Gakia. Leute, mega geil. Hier ist alles... Ich höre jetzt auf, okay. Leute, mega geil. Hier ist alles unterkellert. Nur noch einmal Leute geil sagt und dreh ich ab. Wir machen es jetzt. Wir machen es jetzt. Also. Affenstark. Ja, also. Affenstark, Leute. Hier sind unten so Kellerschächte. Möglicherweise kommen wir hier auch unbemerkt in die anderen Fabrikhallen rüber. Das wäre ziemlich dufte. Mich davon. Affenstark, Leute. Ich filme schon die ganze Zeit. Hier im Keller gibt es nichts so wirklich Beeindruckendes, außer das Gerät hier. Scheint irgendeine Marke. Hier im Keller gibt es nichts wirklich Beeindruckendes, Leute, aber... Hier im Keller gibt es leider nichts wirklich Beeindruckendes, außer das Gerät hier. Hier im Keller gibt es nichts wirklich Beeindruckendes. Hier im Keller gibt es nichts wirklich Beeindruckendes, außer die Maschine hier. Aber was ich an der Stelle auch noch an euch richten will, ist Folgendes. Ich habe mir in der letzten Zeit natürlich einige YouTube-Kanäle angeschaut, auch Newcomer, auch Leute, die ungefähr zum gleichen Zeitpunkt angefangen haben wie ich oder vielleicht das Ganze auch schon ein bisschen länger machen, aber eher kleinere Kanäle eben. So, bei mir ist es so, ich habe schon ein bisschen Vorkenntnisse in Bildbearbeitung, wie ich mich online ein bisschen vermarkte und so, weil ich hatte früher mal so einen kleinen Blog, aber nur ganz kurz. Jedenfalls weiß ich schon viel mehr zu dem Thema als die meisten. Das heißt, ich sehe die Kanäle auch anders, weil klar, Optik und diese ganze Aufmachung, die catcht die Leute erstmal. Aber der Content ist ja eigentlich das Wichtige. Nur da kommen die Leute halt erst hin, wenn das Vordere richtig stimmt, wenn die Optik stimmt und so weiter. Also die meisten schauen dann die Kanäle nicht an, weil einfach das Drumherum nicht so toll ist. So, ich sehe das Ganze aber anders. Ich sehe mittlerweile die Energie, die die Leute in diese Videos stecken, weil es gehört so viel Arbeit dazu. Ich sag's euch, Leute, das glaubt ihr gar nicht. Diese ganze Schnittarbeit und so weiter, es ist echt wahnsinnig viel zu tun, vor allem, wenn man noch normal arbeitet. Ja, jedenfalls habe ich so einige Kanäle gefunden, die mir sehr gut gefallen, mit denen ich auch nebenbei Kontakt habe. Und ich möchte euch einfach mal ein paar Kanäle nennen, die mir am Herz liegen, weil die Leute wirklich ihr Herzblut investieren. Und selbst wenn sie nicht so die tolle Optik haben und tolle Logos und alles, schaut mal rein in die Kanäle und überzeugt euch selbst davon. Es sind sehr nette Menschen, die einfach Bock drauf haben, was sie da machen. Allerdings werde ich euch nicht genau sagen, was für Inhalte diese Kanäle produzieren. Da würde ich euch einfach bitten, dass ihr selber mal die Kanäle anschaut, mal ein, zwei Videos guckt. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst ruhig ein Abo da. Die würden sich bestimmt drüber freuen und ich mich auch. Der erste Kanal wäre Lost Dimensions. Der zweite Kanal wäre Outdoor Eagle. Der dritte Kanal wäre Bushcraft Bayerischer Wald. Wie gesagt, überzeugt euch selbst von den Kanälen. Mich würde es freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ansonsten hätte ich noch eine Kleinigkeit. Und zwar, ich möchte dieses Jahr noch irgendwann mit David oder vielleicht auch alleine mir einen Kajak leihen. Leider sind wir komplette Anfänger, was das Paddeln anbelangt. Vielleicht kann uns ja mal irgendjemand einen Tipp geben, wo man sich gut Kajaks leihen kann, wo es vielleicht auch ein bisschen natürlicher von der Umgebung her ist, wo nicht so viel los ist, wo nicht so viel Tourismus ist und wo man dann vielleicht mal ein, zwei Nächte ja, in der Natur verbringen kann, mal ein bisschen am Fluss entlang paddeln, dann wieder raus, Lager aufbauen und so. Ich kenne mich leider einfach in Deutschland zu wenig aus, was Flüsse anbelangt. Vielleicht hat der eine oder andere der ja einen tollen Tipp für mich. Ich hätte echt Bock, diesen Sommer noch ein Video für euch zu machen und mit dem Paddeln mal anzufangen, beziehungsweise mal auszuchecken, ob mir das überhaupt gefällt. Danke schon mal für die Antworten. Ich hoffe, ihr werdet mir helfen, wie immer. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt sauber, passt auf euch auf. Ciao, ciao. Ryan Little.
Thank you.